Crunch, Crunch. Wahrscheinlich wäre es schneller gegangen, hätte ich einfach irgendein Fenster. Es hat keine Fenster. Hätte ich den Stein abgebaut, das wäre wahrscheinlich am schnellsten gegangen. Gut, Notiz für später, falls ich nochmal ein Haus finde, wo ein Stein in der Wand hängt, einfach den Stein abbauen. So, jetzt ist hier bestimmt nicht noch was Ordentliches drin. Ja. Ja, so ein bisschen noch ein Stein drin. Sehr komische Ecke. So, okay, nächstes Haus. Da hinten ist noch ein drittes. Das sieht schön groß aus, das da hinten. Und wir haben es noch nicht mal zwei. Das heißt, zeitlich sollte das auch hinhauen. Trotzdem bauen wir mal ein bisschen das da ab. Und er hat Hunger. Hier ist das Miau-Katzenfutter. Hat nicht gereicht. Okay, dann noch einmal Chili. Und ich sollte gleich das Lagerfeuer irgendwo aufstellen. Hier ist noch eine Straße. Achso, ist eine richtige Stadt mit mehreren Zwischenstraßen und so. Okay, nicht nochmal die Tür einschlagen. Haben wir hier irgendwo einen Stein in der Wand? Nö. Ja gut, dann muss ich wohl doch die Tür einschlagen. Bau bitte vorher schon mal... Oh, eine Zweier-Axt. Aha. Also es dauert wohl eine ganze Weile, bis Werkzeuge und andere hergestellte Sachen eine bessere Qualität bekommen. Das heißt, die Qualität scheint ein sehr wichtiger Faktor geworden zu sein. Soll ich nur auf die Stamina achten? Oder sieht okay aus? 10 Grad ist nicht gut. Wir haben schon eine Stufe 2 Hypothermia. Dadurch, ja. Siehst genauso aus wie das andere Ding. Oh, Fleisch, Fleisch nicht gut. Du da. So, ich muss das Lagerfeuer jetzt kurz aufbauen. Sonst erfrieren wir. Was? Ich wollte dich eigentlich splitten. Right-click. Turn on. So. Wir haben 17 Grad. 18 Grad. 19. Ja, okay, das dauert wohl eine Weile. Was mache ich jetzt in der Zwischenzeit? Craft mehr Pfeile. Das Ding packt man dahin. Ich stelle einfach ein paar von den Äxten her. 9 Stück könnte ich bauen. So, mach mal. Wir haben ja sonst nichts zu tun. So, Temperatur steigt. Du hast Hunger. 50%. Ich habe allerdings nicht viel zu essen. Ich habe die Blaubeeren, aber die bringen fast gar nichts. Nom. 34, 35 ist okay. Okay, nächstes Ziel. Die sind jetzt auch nicht stackbar, richtig? Mist. Ich hab viel zu viel davon. So. Das war eine doofe Idee. Und anscheinend geht es doch schneller hoch mit der Qualitätsstufe von denen. So, nächster ist der wichtige Punkt. Erstmal hole ich das ganze Holz wieder raus, weil... Genau. Alles Verschwendung. So. Und schon fängt er wieder an zu bimmern. Junge, ernsthaft. Dann gehe ich zu dem Haus, wo da scheint irgendwas Größeres hinter zu sein. Und da ist noch ein Auto, das ich plündern kann. Da ist wieder so ein komischer Parkplatz. Oder ist es derselbe Parkplatz? Nee, ist ein anderer. Super Stelle. Also es könnte ein bisschen gefährlich sein. Ich weiß nicht, wie der Respawn in solchen kleinen Häusern, Dörfern, was auch immer ist. Aber allein von der Möglichkeit zu looten und Ressourcen ranzukommen, ist das eine super Ecke. Ist halt nur fraglich, ob ich das jetzt einigermaßen frei bekomme von Viechzeug in den letzten paar Stunden. Aber das schauen wir mal. Komm schon, Pistole. Ne? Auch wieder ein Eisenpfeil. So, das große Haus, das sieht toll aus für die Nacht. Das
heißt, ich platziere hier mal ein Bär? Bär, der gerade einen Zombie gekillt hat. Der Zombie steht wieder auf. Und der Bär geht einfach mit. Gut. Der Bär haut den Zombie wieder kaputt. Wo kann das weitergehen? Solange der Bär mich nicht angreift, ist alles gut. Bau, Woodspikes, Max, Craft. Das sind doch mal ein paar. Das heißt, ich lasse dich jetzt mal schön da hinten. Hoffe, dass du mich nicht angreifst. Ah, Mist. Und guck hier rein in der Hoffnung, dass er wegromert von dem Haus, was ich eigentlich haben möchte. Das Steinhaus. Der läuft genau drauf zu. Gott, denn halt nicht. Ich muss wieder beides abreißen. Ich sollte auch noch neues Gras einsammeln und neue Steine, um noch bessere, noch höher qualitativere Steinhexe herzustellen. Damit solche Aktionen hier schneller gehen. Nicht ernsthaft. Du bist auf diesem Weg. Kann dich nicht aufheben, ne? Nee. Ach ja, und bau bitte ein neues Campfire. So. 21 Grad ist nicht so schön. Aber hier drin scheint es wenigstens ruhig zu sein. Das heißt, ich kann die auseinandernehmen für Stoff. Irgendwo läuft irgendwas Elektrisches. Oh, warte, aus den Bandagen. Aus den Bandagenfetzen kann ich andere Rüstung herstellen, richtig? Cloth Chest. Craft. Vergleiche ich vielleicht mal. Die Vorhänge gingen auch noch, genau die da. So, du hast plus 5 Grad, du hast, oh, plus 3 Grad nur. Das ist nie so gut. Ah, das geht drüber. Ha, super. Okay, ist das bei anderen Sachen auch so? Bei anderen Stoffsachen? Cloth, Black Armor, Craft. Okay, er hat irgendwelche Verdauungsprobleme. Hunger und ihm ist kalt und ich sollte aufhören, Stoffsachen zu zerreißen. So, lieber Essen suchen. So, wieder irgendwas Dosenartiges zum Weiterverarbeiten. Hier. Hier können wir noch Glück haben. Kühlschrank. Go, go. Nix, nix, nix. Nix. Oh, eine Wrench. Die war, glaube ich, nur zu operieren da. Haben wir hier hinter? Irgendein Raum. Und ich will den Bären. Komm nicht hier rein. Bären wollen nicht in Häuser gehen. Außer du bist ein Zombie-Bär und riechst Blut oder so. Weil der Charakter ja nicht blutet. Also ja, er hat Schaden genommen, aber das ist durch Frost. Es wird nicht wirklich bluten. Ja, 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 ist kalt. So. Essen, 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 essen. Cooking Pot? Nein. Papier kann weg. Shotgun Receiver kann erstmal weg. Woodshot kann weg. Eine Axt kann weg. Das kann gleich angezogen werden. Das kommt mit. Hier. Das passt drüber super. Green Tank Top? Nein. Das wird nicht wirklich gut sein, was. Nee. So, Bandana hatten wir schon eine, kann auch weg. Eine Bandage. Komm, im Klo finden wir bestimmt was. Ja, super.
dass sie das eingefügt haben. Das ist echt ein wenig komisch. Aber gut. Oh. Eine Leiche. Und einen Magnum-Zylinder. Die könnte man zerschrotten, um an Metall ranzukommen, glaube ich. Jeans. 5 Grad. Macht nur 2 Grad. Also die Jeans ist besser als das. Sieht sehr ulkig aus. Aber langsam wird's. Also was die Sets angeht zumindest. Wir können uns damit nirgendwo sehen lassen. Aber hey, es gibt ja auch niemand mehr. Oh, Shotgun. Du kannst mal weg. Du kannst mal weg. Du kannst mal gelesen werden. So. Okay, um das abzubauen und Metall rauszubekommen, brauche ich wahrscheinlich eine Spitzhacke. Aber hier könnte ich die Nacht verbringen. Deswegen baue ich mal Holzblöcke. Woodframe. Oh, ich habe nicht genug Holz. Genau, ich baue jetzt Holz. Wo kriege ich nicht besonders viel raus? Ne? Ich baue so Holzblöcke, um das hier in der Nacht zuzubauen. Wo ist der Bär? Egal, geh zu dem ganz großen Baum da hinten. Es ist auch in dem warmen Biom. Ist das da der Bär? Das ist der Bär. Das braune Ding da, was sich rechts in den Baum bewegt. Das ist der Bär. Gut, dann gehe ich mal weg von diesem großen Baum. Ich wollte gerade sagen, ist das der Bär oder ist das mein Magen? Ich glaube, es war der Magen. Und wir haben schon 19 Uhr. Was echt nicht gut ist. Ich brauche neue Spikes. Die kommen dahin. Trink mal einen Schluck. So. Jo. Axt dahin. 2 Frames habe ich. Die setze ich dann schon mal dahin. Und dann gucke ich jetzt in das große Haus. Und wenn da zu viel drin los ist oder ich zu viel machen muss, verbarrikadiere ich mich in dem kleinen Haus, was ja auch eine 2. Etage hat. Das ist mir nämlich sehr wichtig, denn Zombies sind nicht gerade helle, was das Klettern angeht. Nix, okay. Das hier ist verbarrikadiert. Ich gucke, ob es einen Hintereingang gibt. Hier ist schon das nächste Haus. Oh, ne. Hinten ist fast gar nicht verbarrikadiert. Das ist okay. Also rein, Wooden Frames hinter mir setzen, die aufstocken mit den Holzblöcken und dann erst das Haus verbarrikadieren und sobald es verbarrikadiert ist, dann erst gucken, was in dem Haus alles so drin ist. Ich gehe mal davon aus, wenn hier Zombies gewesen wären, wären die jetzt schon hier unten. Dazwischen setzen. Und kannst du das? Ah doch. Hallo? Nein, das war so nicht geplant. Collect. Irgendwas ist da komisch. Ach, der Türrahmen. Nicht ernsthaft, ich kann jetzt da. Irgendwas da komisch, das heißt, ich setze das Ding jetzt draußen drauf. Da kommen sie auch nicht durch. So, du improvest das bitte. Metall fehlt. Gut. Also das wäre schon mal sicher. Das ist abgesperrt. Das scheint ja auch einigermaßen sicher zu sein. So, gib mir Bier. Du dahin. Wie viel Flüssigkeit hast du gerade? Genau, Essen ist 0. Ja, ich weiß. In der Kasse wird doch bestimmt was zu essen sein. Zum Hotdog oder so. Nee, Casino-Tokens, die gucke ich mir später an. Da gucke ich dann auch später rein. Hier ist ein riesiges Loch in der Wand. Das müsste gefixt werden. Bau.
Davon zwei Stück. Die Bullet Casings können erstmal weg. Bandana kann auch erstmal weg. Ich denke, das wird man auch schnell machen können, das Bandana-Teil. Die scrap ich. Cans werden gescrapped zu. Scrap Iron, okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gerade Sachen zerscrappe, die man später auch für andere Dinge brauchen könnte. Aber es ist mir gerade wichtiger, überhaupt erstmal am Anfang klarzukommen. So, der Stuhl zum Beispiel. Genau, weg mit dir. So, du dahin, du dahin. Das könnte schon fast reichen. Kein Holz? Kein Holz. Da ist Holz. Ich glaube, da kriege ich nichts raus. Nee. Komme ich da anderweitig rein? Nee. Boah. Also die Nacht über haben wir schon was zu tun hier drin. Die ganzen Sachen aufbrechen und so weiter. Gerade unten die Eisentür. Ich weiß nicht, ob ich mit der Steinaxt überhaupt durchkomme. Viel wichtiger wäre allerdings das Essen. Wenn ich jetzt hier drin nämlich nichts finde, könnte es gut sein, dass ich die Nacht über verhungere. Was ein bisschen unlogisch ist. Sogar ein sehr bisschen. Oh mein Gott. Oh, Nudelsuppen, was auch immer. Essen. Oh, mir fällt gerade ein. Vielleicht haben sie inzwischen eingefügt, dass es irgendwie besser ist, wenn man die Sachen vorher erwärmt. Das sollte ich vielleicht mal testen. Und ja, nach Katzenfutter, rohe Gemüsesuppe, kalte, runterzuspülen. Das wird auch nicht so toll für den Magen. Aber wenigstens was drin.